Hallöchen, ich zeige euch heute die Neuzugänge für den April. Wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, ich habe im März keinen Neuzugang gehabt. Das heißt, ich habe tatsächlich irgendwie kein Buch bestellt oder gekauft. Bei Panem bin ich mir nicht ganz sicher, aber das kam nie auf den Sub. Dementsprechend ist es auch kein richtiges Neuzugangsbuch, weil direkt weggelesen. Was allerdings im April bei mir eingezogen ist, zeige ich euch jetzt. Und zwar von Rachel Lucas. Die kleine Bücherei in der Church Lane ist bei mir eingezogen. Das ist mein Ostergeschenk gewesen von meiner Oma und da lese ich euch mal vor, worum es geht. Ein hinreißender Feel-Good-Roman für alle, die Bücher lieben. Lucy, gestresste Lehrerin, braucht Ruhe. Kurz entschlossen mietet sie ein Cottage in den Cotswolds, dass sie sich um Bunty, die 96-jährige Schwiegermutter der Vermieterin, kümmern soll, scheint kein Problem. Die Bewohner des pittoresken Dörfchens Little Maudley nehmen sie mit offenen Armen auf und unversehens findet sie sich mitten in einer Kampagne zum Umbau der alten Telefonzelle in eine Leihbücherei. Und so ganz nebenbei verliebt sie sich in ihren charmanten Nachbarn. Klingt nach einer irgendwie ganz süßen, buchverliebten Geschichte. Ich bin gespannt, habe noch nicht reingelesen, werde es aber hoffentlich bald tun. Sind so um die 370 Seiten. Und ich habe bisher noch nichts von diesem Buch gehört, von diesem Roman. Vielleicht kennt ihr ihn ja, dann schreibt mir sehr gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir da schon mal einen kleinen Tipp dazu gebt. Und dann ist bei mir noch eingezogen von Nassim Nicholas Taleb, Der schwarze Schwan, die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse. Wer meinen Blog gesehen hat, meinen letzten, glaube ich, war das, der weiß, warum dieses Buch eingezogen ist. Denn da habe ich beim Lernen festgestellt, ich kenne das Phänomen des schwarzen Schwanes nicht. Da geht es darum, schwarze Schwäne stehen symbolisch für das, womit wir nicht rechnen. Wenn uns im Alltag ungeahnte Überraschungen begegnen, ist das vielleicht noch nicht so schlimm. Suchen Sie jedoch gesamte Volkswirtschaften heim, kann das System kollabieren, wie etwa die Finanzkrise gezeigt hat. Denn unsere Welt ist fragiler, als wir denken. Schon kleinste Fehler können eine Katastrophe auslösen und sie ins Chaos stürzen. Nassim Nicholas Taleb, einer der vielleicht klügsten, kritischsten und innovativsten Denker inner- und außerhalb der Finanzwelt, zeigt in seiner luziden und bahnbrechenden Schrift, dass wir jederzeit mit schwarzen Schwänen rechnen sollten. Gnadenlos und trennscharf arbeitet er die Schwachstellen unseres Systems heraus und lässt uns nicht zuletzt Prognosen gegenüber skeptisch sein. Das Ganze hat, oh Gott, jetzt wird es mir gerade erst bewusst, das Ausmaß, 550, aber das ist irgendwie noch Anhang oder Glossar. Anscheinend 542 Seiten. Ein paar Bilder und Skizzen und so, aber nicht wirklich viele. Nö. Ich bin wahnsinnig gespannt darauf. Ich bin ja ein Mensch, der absolut an Schicksal glaubt und denkt. Und dann ist sowas mit Zufällen schon ganz spannend. Und gleichsam bin ich einfach wahnsinnig neugierig. Dementsprechend freue ich mich sehr auf das Werk von Nassim Nicholas Taleb. So, das war's an dieser Stelle auch schon, denn ich habe eines Abends kürzlich dann doch eine Avell-Bestellung getätigt. Und das war mir nicht mehr so ganz bewusst. Ich habe es am nächsten Morgen festgestellt und mir gedacht, ach naja gut, dann ist das jetzt eben, dann habe ich die Bücher jetzt eben nicht bestellt, der Warenkorb bestimmt leer und so gucke ich in meine E-Mails, das ist eine Bestätigung. Ich denke mir so, oh, habe ich doch bestellt. Gut, die werden vielleicht vermutlich noch ankommen im April hier bei mir. Allerdings werde ich es nicht mehr schaffen, die im April auch auszupacken. Deswegen kommen die automatisch in den Mai. Damit habe ich schon mal im Mai Neuzugänge. Ich überlege gerade, ob ich nicht auch vorbestellte Bücher habe. Ich glaube nicht. Und mit diesen Mai-Neuzugängen bin ich ja dann quasi schon mal daran, sie nicht mehr werden zu lassen. So, das heißt, hier an dieser Stelle gibt es nur die beiden Bücher und dann im Mai meine Avell-Bestellung. Ihr könnt euch mal drauf freuen. Vielleicht habt ihr auch da bestellt. Ich glaube, es war irgendeine Aktion. Sonst wäre ich da nicht drauf gegangen. Naja, sagt mir gerne Bescheid, wenn ihr ebenfalls Opfer einer gewissen Aktion geworden seid. Kann ja mal passieren. Gut. Jetzt an dieser Stelle gibt es nichts mehr von mir zu sagen, außer lest schöne Bücher, genießt das Wetter und bleibt natürlich wie immer gesund. Tschüss!